Kein Problem. Hier hinten scheint auch nicht zu sein, dass wir unbedingt die Wettertechnologie nehmen müssen. Gut, hier liegt eine Kiste, aber da kommen wir, glaube ich, auch so unten ran. Ihr seid ja auch schon da, perfekt. Hoppala. Ja, ja, die Sache mit den Wohnhäusern. Ach ja, genau, ihr zwei seid auch fertig. Ich dachte schon, irgendwie, da fehlt doch was. Das wird ausgebaut. Und ihr zwei, macht doch hier mal direkt weiter mit diesem Veredelungsspezialisten. Hier sind die ganzen Gebäude untergebracht. Brauche ich noch mehr Steine? Was brauche ich denn als nächstes? Ich glaube, ich brauche erstmal ein paar Steine. Aber Holz habe ich selber nicht viel da. Das heißt, wir investieren erstmal ein bisschen Geld. Und dann Stein, Lehm und Taler. Ne, momentan haben wir genug Bevölkerungseinheiten da. Das ist in Ordnung, weil es ein Limit, das groß genug ist. Und genau, ihr zwei seid fertig. Baut mir gleich mal noch einen Hof hin. Ihr seid, na gut, die sind vier Mann, die arbeiten natürlich doppelt so schnell. Das heißt, euch splitte ich mal kurz auf. Das heißt, hier mal ein Haus hin und die anderen zwei bauen einen Hof. Der Hof hier ist auch fertig. Habe ich sonst irgendwas noch übersehen? Lehm ist versorgt. Genau, ihr baut hier mal noch das Haus hin. Lehm ist versorgt, Stein ist versorgt. Hier hinten Eisen und... Nein, jetzt habe ich die wieder losgeschickt unabsichtlich. Ihr baut hier bitte das da auf. Na, genau, mit dem Hammer-Symbol muss ich einmal das Haus anklicken. Nee, an sich scheint hier ansonsten alles weit versorgt zu sein. Es ging schneller, als ich dachte. Genau, hier ist bloß Holz. Da könnt ihr sie noch ein bisschen durchfällen. An Holz mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Wir brauchen ebenfalls nur genug Leute, die das ganze Zeug eben einsammeln. Und ihr, genau, seid hier fertig mit dem Abbauen. Hier lag doch irgendwo Eisen noch rum, was wir am Anfang der Mission ein bisschen angekratzt haben. Oh, und Schwefel liegt ja auch in 900 Einheiten. Holen wir gleich mal noch ein paar Leute hinzu. Am Lehm fehlt es weiterhin, leider, muss ich feststellen. Wie wäre es denn hier mit einem Lehmhandel? Also 500 Stück, was wollt ihr denn dafür? Stein behalte ich. Wir können momentan ja wirklich nur Holz anbieten. Stein, nein, Geld. Ich glaube, ich habe Geld genommen, wenn nicht, ist das jetzt auch egal. Dann kommt ihr mal her, baut hier mit Schwefel ab. Das brauchen wir nicht, das können wir bald ausbauen. Genau, da fehlt der Lehm, wie ihr schon festgestellt. Und hier haben wir Taler und Eisen, genau die Kathedrale. Ich glaube, das kann man dann da hinten alles wieder richtig schön hinbauen. Ja, doch, ich denke schon, hier ist viel Platz. Da können wir dann die Kapelle, wahlweise die Kirche oder eben auch die Kathedrale hinsetzen, damit wieder richtig schön viel Geld in die Kasse kommt. Und was fehlt hier noch? Alchemie. Wieso ist die Alchemie noch nicht erforscht? Oh, der Buchdruck, genau, ich bin gerade am Buchdruck. Jetzt geht wieder das los, ich suche irgendeine Erforschung und finde sie nicht. Und hier oben würde man doch sehr schön, ich muss nur gucken, wo. Ne, hier können wir attackiert werden und hier können wir attackiert werden. Das heißt, es sind zwei offene Flanken. Können wir hier hin vielleicht? Dann müssten wir das ganze Holz wegmachen. Vielleicht bauen wir hier in der Nähe auch rundum gleich unser ganzes Militär auf. Das schaut doch hier ganz schön aus. Wenn ich das hier ganz oben ins Eck reinzwänge, passen hier vielleicht noch ein paar andere Sachen hin. Wahlweise hier oben hin noch die Reiterei. Wenn wir ein bisschen das ganze Gestrüpp hier wegmachen. Ihr zwei kommt gleich mal her und dürft hier anfangen. Wird erledigt. Genau. Und dann muss ich gucken. Gut, hier wird weiterhin fleißig geforscht. Der Lehm ist da. Das kostet mich Taler und hier Stein, Lehm und Taler. Ja, das kann man sich auch leisten. Ne, Moment, brauchen wir noch gar noch nicht. Gut, hier für die Erforschungen vielleicht, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal zweigedrangig. Und wir brauchen hier endlich mal die Möglichkeit, noch weiter zu forschen, meine lieben Universitätsleute. Ich will keinen Druck machen, aber es müsste schon ein bisschen schneller gehen. Denn wir müssen natürlich auch schauen, dass wir hier Schritt halten können mit unseren Feinden. Ich habe keine Lust, von den Banditen überrannt zu werden. Oh, da muss ich noch dran denken, ebenfalls hier die Kanonengießerei zu bauen. Dieses Mal kommen wir auf keinen Fall drumherum. Aber hier ist dann alles erstmal von Banditen ausgebremst, tatsächlich. Es sei denn, hier hoch könnten wir vielleicht noch gehen. Stimmt, wir könnten hier hoch vielleicht noch gehen, mal die Helden zu mir. Wenn wir jetzt einfach mal gerade nach oben laufen, zu dieser Lehmgrube dürfte nicht viel passieren, weil die Banditen sitzen ja hier hinten. Das heißt, vielleicht kommen wir hier noch irgendwo hin, um ein bisschen was zu erkunden. Ich weiß es aber nicht sicher. Genau, hier die Leibeigenen. Lehm und Stein, muss ich gucken. Ja, haben wir gerade beides da. Das heißt, das bauen wir direkt einfach mal aus. Und dann, obwohl, stopp, das bauen wir nicht aus. Ich spare mir jetzt erstmal die 300 Steine und wir gehen los und bauen da unten schon mal eine Kathedrale, eine Kapelle hin. Und das andere Zeug setzen wir außen rum.
Und dann haben wir eigentlich schon wieder sehr viele Sachen eigentlich gebaut, die wir auf jeden Fall benötigen werden. Ihr seid fertig, das finde ich schön. Gleich hier mal die Alchemie erforschen, das sollte ziemlich schnell gehen mit so einer großen Anzahl an Gelehrten. Hier der Bauernhof. Klar, die brauchen natürlich jetzt alle nach und nach auch ihre Schlafplätze, da haben wir jetzt natürlich noch nicht so viel da. Wie wär's, kann ich da hinten denn eigentlich? Mal so testweise. Oh, schau, den kann ich schon mal für 6 Mann wieder einen Schlafplatz gewährleisten, was natürlich noch lange nicht das Nonplusultra ist, aber es ist ja schon mal ein klitzekleiner Anfang. Hier die Festung ist gleich zur Zitadelle ausgebaut. Ausbau vollbereitet. Wunderschön. Brauche ich noch mehr Leibeigene? Ne, ich glaube 32 Leibeigene reichen erstmal. Genau, hier ist alles ausgebaut. Die Forschung ist abgeschlossen. Und die Zahnräder habe ich ja auch schon. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jetzt musste ich bloß mal kurz überlegen. Der Brückenbau ist ja erstmal für uns zweitrangig. Klar, diese Erforschungen wollen wir uns natürlich noch holen. Aber wie wäre es denn erstmal noch mit den Legierungen? Oh, da ist auf einmal sehr viel Schwefel schon wieder weg. Was ist das? Da kommt irgendwas auf uns zu. Wo sind die Helden? Oh nein, die Helden sind oben. Nein, 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 nein. Nein, ich wusste, dass sowas passiert. Ach, kommen sogar Axtkämpfer. Oh nein, da kommen Axtkämpfer. Oh nein, und die kommen alle direkt auf uns zu. Genau, spielt hier mit den Leibeigenen. Hallo, Leibeigene. Die zeigen sich ziemlich unbeeindruckt. Ach, ich wusste genau, dass sowas passiert, aber ich habe mich natürlich wieder nicht darauf vorbereitet. Mal hier ein paar Speerträger vielleicht. Wo reiten die hin? Wo reiten die hin? Wir müssen auf jeden Fall Schritt halten. Die werden uns auf jeden Fall irgendwo angreifen wollen. Die werden doch jetzt nicht hoch zu meinen Minen gehen. Oder zu meinen Leibeigenen. Wo wollen die hin? Wo wollen die hin? Die haben doch jetzt nicht ernsthaft als Ziel meine... Nein, die gehen nach oben zu meinen ganzen schönen Sachen, die ich so schön aufgebaut habe, in so mühevoller Kleinarbeit. Das wird gleich ausgebaut und euch schicken wir direkt hinterher, da kenne ich nichts. Ach, jetzt drehen sie wieder ab. Da, schau an. Stopp, 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 Jungs, bleibt mal gleich hier. Oh, es reicht nicht, um einen dieser Axtkämpfer vom Pferd zu holen. Aber die Helden sind zum Glück auch da. Das heißt, wir sind wieder im Rennen. Ich weiß nicht, warum die kurzzeitig abgedreht sind. Aber schön weiterlaufen, die müssen wir auf jeden Fall wieder einfangen. Und ich habe es auf jeden Fall verstanden, wir brauchen da vorne sehr, sehr viel Verteidigungsgedöns. Genau, und jetzt greift ihr bestimmt hier meinen Dings an. Reiten die einfach, hä? Was machen die denn? Ich dachte, die wollen jetzt hier meinen Dorfplatz angreifen, aber die reiten einfach weiter. Ihr glaubt jetzt nicht ernsthaft, dass ihr mit der Nummer durchkommt. Die ganzen Helden und so weiter sind auch alle da. Boah, was macht ihr denn? Die wollen doch jetzt nicht einfach aus der Karte wieder rauslaufen, oder? Das wäre ja ziemlich doof. Was macht... Tatsächlich, die greifen den armen, armen Bauernhof an, aber zum Glück sind unsere Soldaten gleich in der Nähe, weil weiß auch die Leibeigenen. Los, repariert das. Ach du Schande. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Fertig, Meister. Ich habe das Gefühl, die Leibeigenen sind das nächste Ziel. Ja, aber... Wie die hier anfangen, das Haus kaputt zu machen. Egal, das sind Pferde und wir sind hier mit Sperreinheiten. Die sollten eigentlich ziemlich schnell das Zeitliche segnen, was auch wir leider tun. Okay, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Salim, heil einfach mal alle. Die brauchen das auf jeden Fall. Pilgrim, leg doch hier mal eine klitzekleine Bombe für alle Gegner. Na komm. Oh, sehr gut. Und Leibeigene brauche ich auf jeden Fall. Balla, was war das? Ihr zwei baut hier mal noch ein Haus. Und du baust hier Holz weiter ab. Und ich brauche ein paar extra Leibeigene. Und gerade jetzt merke ich, wie mir die Hand einschläft. Was ist denn da los? Ha, okay, gut. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaube, wir sind wieder Herr der Lage. Wir haben aber, glaube ich, leider schon sehr viele Einheiten verloren. Aber gut, zum Glück konnten die nicht so viel Schaden machen. Und das Upgrade der Speerträger ging ebenfalls durch. Wir werden uns auf jeden Fall für diese Kavallerieeinheiten ein paar Einheiten noch hinzuholen, damit die uns auf keinen Fall nochmal so von der Seite erwischen. Pass mal auf, ihr vier rennt hier hoch und baut hier mir ein Haus. Erstmal wahlweise wieder einen Bauernhof. Na komm. Kann ich hier neben rein noch das Haus setzen? Ja, perfekt. Und dann muss ich hier natürlich einem Leibeigenen das wieder extra zuweisen, da die nicht automatisch mit den nächsten Baustellen weitermachen. Wir haben sie erfolgreich zurückgedrängt. Sofort hier auf Position gehen.
Wir werden die hier, werden wir die hier oben oder hier unten abfangen? Nein, ich glaube, hier oben ist immer noch am sinnvollsten. Obwohl, hier haben wir zwei Öffnungen, von denen sie uns angreifen können. Hier unten ist am sinnvollsten. Obwohl, hier unten ist auch nicht zu 100% sinnvoll. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, bevor ich hier einen Befehl nach dem anderen ins Mikro schreie. Wir haben hier die Möglichkeit, ein paar Ballistertürme zu setzen. Aber hier haben die Gegner auf jeden Fall einen Höhenvorteil. Wenn wir hier oben das hinsetzen, müssen wir natürlich von zwei Seiten uns verteidigen. Und der Gegner hat wieder einen Höhenvorteil. Wenn wir das hier hinsetzen würden, an diese Stelle, also hier dieses Plateau halten, müssten die je nach Reichweite hier runterkommen und uns hier angreifen. Aber hier wollte ich gerne eine Reiterei hinsetzen. Also wie man es dreht und wendet, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen weiter oben uns platzieren. Ihr drei kommt einfach mal hier hoch. Dann machen wir das einfach hier dicht. Was soll's, besetzen wir hier rundum einfach mit Ballistertürmen das ganze Gebiet. Die Zahnräder müsst ihr schon erforscht haben, so wie ich das sehe, genau. Und die Büchereien erforschen wir als nächstes. Jetzt geht's erstmal los. Wie geht das hier nämlich alles zu langsam mit den Rohstoffen, also verhältnismäßig zu langsam. Die können wir alle noch optimieren. Das heißt, die Lehmgrube wird ausgebaut, die Steingrube wird ausgebaut und die zweite Steingrube natürlich auch. Freut mich, dass der Bergmann gerne hier bleibt, aber das habe ich gerade nicht gefragt. Und hier noch das da. Und jetzt fehlt zum ersten Mal das Holz. Was ist denn hier los? 200 Holz kostet mich das. Und die letzte Eisengrube braucht ebenfalls 200 Holz. Die können wir uns gerade nicht leisten. Welch seltener Zustand. Genau, ihr drei seid da und ihr könnt jetzt natürlich auch keinen Turm bauen, weil das ebenfalls Holz kostet. Und das sind auch unsere Soldaten. Ey, da haben wir überlebt, als ich dachte. Und ich sehe gerade, ihr zwei kommt doch mal zurück. Ich habe jetzt nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Zum Glück ist die Kaserne nicht so weit weg. Ihr müsst natürlich auch erstmal wieder neue Soldaten rekrutieren, sonst könnt ihr hier nichts halten, wahlweise heilen. Nein, nicht heilen. Keine Gegner aufhalten, das wollte ich sagen. Nein, nicht das. Das soll ich ausbauen. 295 Holz haben wir wieder. Und ihr helft immer hier mit dem Bauen. Und dann geht ihr gleich mit los und baut ebenfalls mit Holz ab. Denn wir brauchen echt sehr viel Holz auch in dieser Runde, sehe ich. Was gibt es denn noch für uns zu tun, außer Forschungen? Ach ja, genau, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? 11 Mann, die nichts zu tun haben. Wieso 11? Achso, ihr wart die Schwefelsammler. Wir gehen mal ein paar von euch weiter Steine hauen. Und hier für euch bleibt noch die Möglichkeit, ein Laboratorium zu setzen. Und einer davon baut mir mal eine Schmiede, wenn ich sie finde. Okay, dafür brauchen wir Holz. Das haben wir gerade noch nicht zur Verfügung. Irgendwas ist abgeschlossen, wahrscheinlich der Ausbau. Hier, das dauert jetzt echt ein bisschen lang, aber ich sträube mich ein bisschen davor, Holz zu kaufen, da das sehr, sehr, sehr teuer ist. Hier bauen wir einfach mal noch das dahin. Ob hier noch ein kleines Haus hingeht, das weiß ich nicht. Aber wir haben dann zumindest schon mal alle Veredelungsgebäude gebaut, bis auf die Bank. Die Bank kommt da natürlich auch noch. Und hier die Kapelle müssten wir demnächst eigentlich auch ausbauen, aber da fehlt es ebenfalls wieder an den ganzen Ressourcen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt sagen, wir gehen zum Markt und holen erstmal noch ein, wenn ich jetzt sage, ich will Holz. Haben wir mal 500 Holz. Oh ja, es kostet mich sehr viel. 700 Münzen, 1200 Schwefel. Ist nicht gerade wenig, wenn ich das feststellen darf. Aber was soll's, geben wir mal ein bisschen Geld aus. Ihr helft ihr mal hier bitte mit dem Bau. Und hier, die Soldaten brauchen 30 Holz pro Mann. Und natürlich auch ein gewisses Maß an Geld, aber das sollte erstmal sich noch an Grenzen halten. Ihr kommt hoch, ihr baut das hier auseinander. Ach, wisst ihr was, bevor ihr hier bloß rumsteht, sammelt auch mal ebenfalls mit Holz. Ist ja bei uns momentan absolute Mangelware und dann stellen wir hier dann einen Verteidigungsring auf. Weißt du was, ihr baut schon mal den ersten Aussichtsturm, bevor ihr Holz fällt. Denn die Hunde kommen mit Sicherheit wieder. Dafür wette ich alles drauf. Und ja, davon bin ich nicht begeistert. Nein, die Leibeigenen lassen wir mal Leibeigene sein. Ihr geht mal hier hoch. Oh Moment, mir fällt gerade noch auf, die Schützen, die Scharfschützen machen bestimmt rüstungsdurchdringenden Schaden. Steht das da? Moment, ach, ich habe noch keine Bognerei gebaut oder kein Schießplatz. Aber wenn die rüstungsdurchdringenden Bonusschaden haben und die gepanzerten Reiter ja Rüstungen tragen, wäre das vielleicht von Vorteil. Aber ich möchte hier nichts an Gerüchten in die Welt setzen. Bauen wir hier gleich mal den ersten aus. Das geht sogar ziemlich schnell. Dafür wollte ich ehrlich gesagt nicht das Holz heranhandeln.
Aber wir brauchen eh direkt mal wieder noch ein paar Steine. Geben wir direkt ein paar Münzen aus. Dass wir zumindest schon mal ein bisschen was hier gesichert haben. Nummer 1 ist gebaut und ausgebaut. Nummer 2 wird gebaut. Wollte der doch tatsächlich hier runterkommen und uns blöd von der Seite anmachen? So nicht, mein Freund. So nicht. Da, ne, Moment. Die 300 Steine, die spare ich mir hierfür. Oder waren es 300 oder 200? Nein, es waren 300 Steine. Okay. Und ihr fällt jetzt hier mal weiter Holz, denn mehr können wir momentan erstmal nicht tun. Zumindest an dieser Stelle. Was kostet mich denn eigentlich so ein Zierbrunnen oder so ein Zugbrunnen? Die brauchen natürlich einen Zugbrunnen, nicht einen normalen Brunnen. Und dafür brauchen wir den Flaschenzug. Der kommt natürlich auch bald. Stein und Lehm brauchen wir hierfür. Das können wir noch nicht ausbauen. Stein und Holz. Das können wir noch nicht ausbauen. Wir können hier für meinen Geschmack noch zu wenig ausbauen. Das, oh, perfekt. Da passt noch ein Haus hin. Hier mal noch zwei Leibeigene hinzu. Auch wenn wir schon fast 40 Leibeigene haben. Aber hier und da immer wieder ein bisschen andere Rohstoffe noch abbauen. Kann ja nicht schaden. Das geht ziemlich schnell beim Ausbauen, in der Tat. Schneller als ich dachte sogar. Gut, hier sind jetzt zwei Türme aufgebaut. Bauen wir hier gleich nochmal den nächsten hin. Hier bis an die Stelle und dann sollten 6-7 Türme eigentlich reichen. Plus die Soldaten, die dann hier diese Reiter ausbremsen. Ich hoffe nur, die kommen nicht sofort wieder, sondern lassen mir noch ein bisschen Zeit. Ach ja, stimmt. Das Gebäude ist schon ausgebaut. Wir müssen natürlich auch hier schon wieder Steine, die fehlen. Da haben wir schon die 300 Steine. Und wir schauen nochmal, dass wir hier nochmal einen Handel mit entsprechend, sagen wir mal, 1000 Steinen, 1100 Münzen heranbekommen. Und die ersten Dorfzentren müssen ausgebaut werden, sonst wird es hier ziemlich eng, was den Platz angeht. Wo muss ich denn hin? Genau hier. Aber na klar, dafür brauchen wir Stein, den wir gar nicht haben. Aha. Aber anscheinend beherbergt unsere Stadt 150 größtenteils zivile Einheiten. Wie ihr wünscht. Was wiederum heißt, wir stellen so langsam ein schönes Dorf, wahlweise eine solide und stabile Stadt dar. Was machen wir denn hier am schlausten? War das das weiche Leder? Ja, das müssen wir erstmal erforschen für die Speerträger. Hier haben wir schon mal ein weiteres Ding ausgebaut. Die Geschwindigkeit erhöhen wir hier ebenfalls. Und es fehlt weiterhin am Stein. Wie schaut es denn hier mit dem Handel an sich aus? Geht denn der schnell vonstatten? Die Händler sind da, um zu arbeiten, sehe ich gerade. Ja, es geht verhältnismäßig schnell. Also es geht bestimmt schneller, aber es geht bestimmt auch langsamer. Von daher möchte ich mich doch gar nicht beschweren. Hier mal noch einen Bauernhof hinsetzen und hier mal noch ein Haus. Und die Bank brauchen wir auch noch. Die können wir eigentlich direkt hier vorne dann reinstellen. Da ist noch schön viel Platz. Also nicht viel, aber doch immerhin ein bisschen. Holz und Stein, Eisen und Schwefel. Eisen und Schwefel, Taler und Holz. Machen wir erstmal Taler und Holz. Davon haben wir noch verhältnismäßig viel da jeweils. Hier ist der Turm ebenfalls gebaut. Dafür geben wir erstmal... Halt, stopp. Dafür geben wir keine 300 Steine aus. Stopp, stopp, stopp. Wir geben hierfür erstmal 300 Steine aus. Und die nächste Fuhre Steine, um das ein bisschen zu kalkulieren, da sind sie auch schon da. Und die nächste Fuhre Steine, da tauschen wir mal gegen Lehm, setzen wir hier hin, um hier noch ein bisschen die Hoppala-Verteidigung auszubauen. Ich dachte schon, seit wann können die Leibeigenen ein Feuerwerk zünden. Hier bauen wir mal direkt den da noch dahin. Und vielleicht kriegen wir hier zwischendrin noch einen Turm, das wäre eigentlich ganz schön. 4 Türme, gut, ich habe sowas von 6 oder 7 Türmen erzählt, aber das sollte eigentlich reichen. Zur Not können wir hier zwischendrin noch den einen oder anderen Turm setzen, das sollte ja uns dann doch noch ein bisschen helfen zumindest. Und hier kostet mich das Taler und Holz, das habe ich alles zwei da, wenn auch nicht in Massen. Und hier Tal und Eisen, der Bau von Tavernen. Immerhin, so langsam können wir auch ein bisschen auf die neuen Technologien zugreifen. Taler, Lehm und Stein. Und der 500-Steine-Handel ist ebenfalls ziemlich schnell durchgegangen. Hier wird noch ein 5. Turm gebaut, einfach nur zur Sicherheit. Und damit sind wir zumindest schon mal rein theoretisch abgesichert. Natürlich die Reiter, wenn die da durchreiten, haben wir keine Chance, die auszubremsen. Da wird es dann natürlich wichtig, dass wir hier mit den Soldaten die Leute ausbremsen. Ich habe gerade überlegt, schicke ich die schon los? Nein, noch nicht. Denn genau hier ist das erste Ding ausgebaut. Das können wir hier auch noch machen. Das erste Dorfzentrum hier mal zu einem Gemeindezentrum ausbauen. Also auch das zweite. Das Problem ist nur... Na, schick's ja trotzdem schon mal runter. Das Problem wird jetzt nur, 250 Mann stehen uns maximal mit 2 Dorfzentren zur Verfügung. Das ist eine große Menge, aber leider keine sehr große Menge. Das heißt, das könnte für uns noch zum einen oder anderen kleinen Problem werden. Hier wird weiter geforscht. Bauen wir hier hinten... Oh, schau mal, da hinten passen sogar noch...
Passt da noch ein Haus hin? Da würde noch ein Haus hinpassen. Aber erstmal hier bitte hier hinten noch ein Haus, eine Hütte. Und mit etwas Glück, wenn hier die Bäume weg sind, passt hier nichts mehr hin, oder? Hier könnt ihr auch nichts wegmachen. Nein, schade. Okay. Aber dann kommst du trotzdem mal her. Jawohl, die müssen Steine sammeln. So viele haben wir nämlich nicht. Der Leibeigene kommt mal zu mir. Und dann wird hier ebenfalls noch ein Häuschen gebaut. Ach ja, stimmt, der Turm. Ich dachte schon, das sieht so anders aus. Da muss natürlich ausgebaut werden. Und die Leibeigenen hier machen mal mit der Holzfällerei weiter, meine ich. Wo lauft ihr denn hin? Fällt doch den Baum. Der ist doch hier direkt, genau, der ist doch direkt dran.